Hallo, herzlich willkommen, ich bin der Samtex-Wookie und ich begrüße euch ganz herzlich und ich zeige euch das erste Rätsel der Kampagne von Tomb Raider, wie wir weiterkommen. Ich habe es ein bisschen zusammengeschnitten, dass es nicht gar so lange ist. Also erstmal wild rumhüpfen bringt gar nichts. So, wir sehen, wo wir hin müssen. Das sind die Wasserwände, wir müssen den Wasserspiegel erhöhen. Sprich, dass wir über die Mauern kommen. Also ihr könnt mit dem Stick also schauen, wo ihr hin müsst, wo die nächsten Aufgaben sind eigentlich. Das ist der Wasserspiegel erhöhen, dann geht der eine Stufe weiter höher. Und so, das dazu. Dann kommt man nämlich hier an die Kante hin, weil der Wasserspiegel höher ist. Und auf die Plattform müssen wir rauf. Da kann sie sich dann festhalten. Das Schleusentor geht auf. Und sobald das Schleusentor aufgeht, dann erhöht sich der Wasserspiegel und wir kommen über die Grenze drüber in den nächsten Bereich. Hüpf. Na, nicht dahin. Oh. Hier. Ins Wasser. Das Schleusentor hält das Wasser zurück. Ganz genau. Das Schleusentor hält das Wasser zurück. Wenn die Alte mal ins Wasser hüpfen würde. Wenn man es selber besser weiß und muss anderen beim Spielen zuschauen. Also fürchterlich. Und ja, nein. Oh, hüpf halt da hoch. Oh, schlimm. Mensch, Lara. Hier, da nach oben, genau. Hier nach oben und dann kann man auf die Kante hoch, hüpft auf die Plattform und von der Plattform hält sie sich fest, dann geht der Schleusentor auf, der Wasserspiegel erhöht sich und man kommt endlich über die Kante. So, das dazu. Und man könnte jetzt natürlich noch den Bereich absuchen nach Fundsachen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe alles gesucht auf der letzten Schwierigkeitsstufe. Ich habe es einmal durchgespielt auf normal, dass ich weiß, wo es lang geht. Jetzt sind wir über die Kante. Und das ist der nächste Bereich hinter dem Gitter quasi. Und wie im Tutorial vorher gelernt, die Holzteile, wenn man schießt, ist das gleiche wie bei den Fallen. Lässt das fallen und auf die Plattform müssen den Wasserspiegel wieder erhöhen, dass wir wieder über den Zaun kommen. Da habe ich einige Versuche gebraucht, bis ich gewusst habe, was ich machen muss. Aber jetzt zum Erklären ganz easy. Also wenn wir auf der Plattform stehen bleiben, zack, spült es uns runter. Der Wasserspiegel wird kurz erhöht, aber fließt sofort wieder ab. Also das geht nicht. Das heißt, schwimmen wieder zurück von auf die Anfang, wo wir gerade waren, auf die Plattform springen, gleich weiter zur anderen Seite und dann ist das schon halb gewonnen. Jetzt hat hüpf einfach rüber. So, dann ist hier wieder eine Wasserwand, wo ein Wasserspiegel erhöht. Ja, dreh dich halt rum. Die Wand wieder kaputt machen, dann erhöht sich der Wasserspiegel wieder ein bisschen. Das ist wieder die Hälfte, ist mal der erste Schritt. Ja, aber die Grafik ist so brutal, wie mich wundert jetzt mal. Dann ist der Wasserspiegel erhöht, das Floß schwimmt und über den Zaun müssen wir rüber links. So, jetzt. Dann, da wir auf der Plattform immer runtergespült werden, müssen wir auf den Balken hoch. Und wenn wir uns da festhalten, das ist das gleiche, als ob wir auf der Plattform stehen, das Wasser spült uns nicht runter und wir sind drüben und der Rest ist wieder normale Kampagne. Ich hoffe, es hat euch beim ersten Rätsel, war jetzt nicht so schwer, geholfen oder gefallen, je nachdem. Die Rätsel werde ich jetzt die ganze Zeit bringen, dass ihr schnellstmöglich wisst, was ihr machen müsst. Ich wünsche euch viel Spaß bei Tomb Raider. Ciao, haut rein, euer Wookie.